Vor knapp einem Jahr hat das Containerschiff Ever Given den Suezkanal lahmgelegt. Die weltweiten Lieferketten sind ins Wanken gekommen. Seit diesem Ereignis steigen auch die globalen Preise. Die Konsumenten spüren das an der Zapfsäule, beim Lebensmitteleinkauf oder beim Heizen. Die Unternehmer etwa beim Beschaffen von Material. Eine gewisse Zeit kann man als Unternehmen solche Steigerungen noch ertragen und abfedern, aber dann müssen die Preise weitergegeben werden auf den Markt. Das heißt also, auch die Bürger bekommen nicht nur höhere Strompreise oder Heizölpreise, sondern auch höhere Preise für andere Güter des täglichen Bedarfs. Zuletzt ist die Teuerung hierzulande im Jänner auf 5,1% geklettert. So hoch wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. 5% ist wirklich unerwartet viel. Und die Angst ist jetzt natürlich, dass das auf diesem Niveau allenfalls bleibt. Dann würden die Löhne natürlich reagieren und dann wäre man vielleicht irgendwann mal in einer Lohnpreisspirale. Und das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern. Sie hätten es in der Hand. Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank könnten die Inflation zumindest einbremsen mit höheren Leitzinsen. Denn dann würde die Nachfrage etwas sinken und gleichzeitig auch die Preise. Ich glaube schon, dass vor allem die EZB jetzt gefordert wäre, dass man maßvoll beginnt, auch wieder Zinsen einzuführen, denn das kann die Inflation bremsen und das darf man nicht übersehen, weil wenn das zu einer Spirale wird, quasi steigende Inflation, dann steigende Gehaltsabschlüsse, dann wird es gefährlich und dann braucht es eine Vollbremsung. Das heißt, das, was die Briten getan haben, über zwei Schritte jetzt begonnen, ganz maßvoll Zinsen anzuheben, die Amerikaner das auch machen, ich glaube, da wäre die EZB jetzt auch gefordert und ich gehe davon aus, dass wir das binnen Jahresfrist auch noch sehen werden. Also ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir einen Zinsschritt der EZB sehen werden. Wenn nicht jetzt, wann soll die EZB jemals von ihrer Ultratiefzinspolitik sich lösen? Also ich denke, der Zeitpunkt ist in diesem Jahr gekommen. Noch hat die französische EZB-Chefin Christine Lagarde die Entscheidung über eine Zinserhöhung auf März vertagt. Die gute Nachricht: Aktuelle Prognosen der Wirtschaftsforscher zeigen, dass die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht hat. Im Laufe des Jahres könnten sich also die Preise für Strom, Sprit oder Lebensmittel wieder einpendeln.